Guten Abend. Zu später Stunde werfen wir einen Blick zurück auf die Sportereignisse des Sonntags. Gleichzeitig ein Ausblick auf die in knapp 2 Wochen beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Rom. Und 2 der Favoriten waren heute beim Sportfest des ASV Köln schon in Topform. Ein fröhlicher, bunter Auftakt. 20.000 Zuschauer erlebten bei selten schönem Sommerwetter vor allem spektakuläre Läufe. 400 Meter Hürden der Männer. Nach der Absage des Weltjahresbesten Harris aus den USA stand hier der dreimalige Europameister Harald Schmid im Mittelpunkt des Interessens. Er ging das Rennen sehr schnell an, überholte seine amerikanischen Konkurrenten Patrick und Young und hatte eingangs der Zielgeraden sichere 6 Meter Vorsprung erlaufen. Mit 47,60 Sekunden, die hier eingeblendete Zeit wurde später korrigiert, verfehlte er seinen eigenen Europarekord aus dem Jahre 82 um 1/12 Sekunden. Grund zum Jubel für den engagierten Athleten. Für den nächsten Höhepunkt sorgte der Kanadier Ben Johnson über 100 Meter hier im weißen Trikot in zweierlei Hinsicht. Nach einem fabelhaften Start auf Bahn 3 sprintete der 25-jährige Student eine neue Weltjahresbestleistung von 9,95 Sekunden. Seine Siegesfreude wurde getrübt durch einen Sturz nach dem Ziel, den ein allzu vorwitziger Fotograf verursacht hatte. Glücklicherweise trug Johnson nur eine leichte Rückenverletzung davon, die ihn nach eigener Aussage nicht vom Start bei den Weltmeisterschaften in Rom abhalten kann. Bei den Damen blieben über 100 Meter 3 Läuferinnen unter 11 Sekunden. Es gewann Merlene Otte Page aus Jamaika in 10,93 vor Florence Griffith, USA 10,96 und der Kanadierin Angela Taylor Isayenko 10,97. Olympiasiegerin Evelyn Ashford wurde nur 7. Weltklassezeiten gab es auch über 1500 Meter der Männer durch Abdi Bile aus Somalia in 3,31,71 sowie von Innocent Ekbunike aus Nigeria. Er gewann die 400 Meter in 44,49 Sekunden. Guido Kratschmer verzichtet auf einen Start bei den Weltmeisterschaften in Rom. Der ehemalige Zehnkampf-Weltrekordler hat nach wie vor Probleme mit der Achillessehne und überließ deshalb heute dem deutschen Meister Michael Neugebauer den 3. Platz im DLV-Team. Weltklassezeiten gab es bei den Pan-Pazifischen Meisterschaften in Brisbane, Australien durch die US-Schwimmer. Herausragend dabei Steve Bentley, der über 200 Meter Brust mit 2 Minuten 14,99 den Weltrekord des Kanadiers Victor Davis nur um 35 Hundertstel Sekunden verfehlte. Planmäßiger Start für die deutschen Wasserballer bei den Schwimmeuropameisterschaften in Straßburg. Zum Auftakt gab es ein sicheres 11:5 gegen Bulgarien. Die deutschen Damen verloren dagegen wie erwartet mit 5:16 gegen Ungarn. Eine Überraschung schafften die deutschen Kunstspringerinnen. Zum ersten Mal seit Jahren erreichten mit Doris Pecher und Anke Mühlbauer 2 DSV-Mädchen das morgige Finale vom 3-Meter-Brett. Es war bereits der 2. Start zum Großen Preis von Österreich im Zeltweg und er sollte einer der spektakulärsten in der Geschichte der Formel 1 werden. 45 Minuten zuvor war der 1. Start nach einer Kollision abgebrochen worden. Jetzt rasten gleich 9 Fahrzeuge ineinander. Nigel Mansell hatte Probleme mit der Kupplung und der Pulk der hinteren Starter zu wenig Platz vorbeizufahren. Ein chaotischer Grand Prix geprägt durch diese Unfälle und zahlreiche Ausfälle. Beim 3. Start gingen nur noch 21 Fahrzeuge ins Rennen. Allein 10 nahmen den Grand Prix von der Boxengasse aus auf. Sie hatten ihre Fahrzeuge nicht rechtzeitig reparieren können. Der 25. Große Preis von Österreich war ansonsten ein durchschnittliches Rennen. Der Brite Nigel Mansell fuhr mit seinem Williams Honda unangefochten und mit deutlichem